Sie haben ja jetzt schon den Spaten in der Hand. Ja. Das ist symbolisch jetzt der erste Spatenstich nochmal. Wir haben so lange in Emmertal auf den Beginn der Bauarbeiten für die Sanierung der Berliner Straße gewartet, dass es mir einfach ein Anliegen war, auch symbolisch nochmal zu sagen, es geht jetzt endlich los. Wir sehen ja, dass teilweise die Arbeiten schon begonnen haben, aber mir war es jetzt einfach wichtig zu sagen, dass so eine gewisse Symbolik nochmal reinkommt. Und das war mir einfach ein Wunsch, so zum Ende meiner Amtszeit zu sagen, es geht noch los. Es geht nochmal richtig los jetzt. Es geht nochmal richtig los, genau. Also es ist ja veröffentlicht, wenn alles optimal läuft, 15 Monate. Dazu gehört aber, muss das Wetter mitspielen, dazu müssen die Materialien mitspielen, dazu müssen die Firmen mitspielen, dazu dürfen keine unvorhergesehenen Dinge irgendwo jetzt im Untergrund passieren. Deswegen habe ich immer von 18 Monaten gesprochen, die reine Bauzeit, wenn es wie gesagt optimal läuft, bis Ende 2022. Positiv an der Sanierung ist, wir warten schon ganz lange auf die Sanierung. Letztendlich wollten wir eigentlich schon vor einigen Jahren damit beginnen, weil wir ja wissen, dass der Zustand der Straße nicht gut ist. Das weiß jeder, der hier jeden Tag langfährt. Das hatte vor einigen Jahren, kam mal ein bisschen Sand ins Getriebe, weil eine Landtagswahl dazwischen kam. Da hat das Land Niedersachsen vorher den Fördertopf nicht mehr aufgefüllt, sodass wir das keine Fördergelder beantragen konnten. Der zweite Sand ins Getriebe kam dann, als sich auch noch mal einige rechtliche Rahmenbedingungen verändert haben, was auch Straßenbreiten und Ähnliches betrifft, und wir unsere Antragsunterlagen noch mal überarbeiten mussten. Und das Positive jetzt ist aber, dass es endlich losgeht und wir wirklich endlich diese Straße hier saniert bekommen. Das ist einfach unsere verkehrliche Lebensader mit ca. 8000 Fahrzeugen am Tag, und von daher wird es jetzt wirklich Zeit, dass es auch mal ein Ergebnis gibt.